Willkommen zur zweiten Ausgabe des rot-schwarzen Quartetts, auch wieder hier aus dem Parks. Und draußen ist relativ stürmisch, bei uns wird es ein bisschen gediegener zugehen. Wir sprechen natürlich heute wieder über sportliche Themen, also einen sportlichen Rückblick, und wir haben interessante Gäste und Themen. Vorher erstmal der Koblenz für euch. Genau. Bevor wir jetzt halt reinstarten, auch von mir nochmal, servus da draußen und rot-schwarzes Quartett, du hast schon angesprochen. Ich will ganz kurz mal ein, zwei Worte zu dem Podcast verlieren. Wir sind jetzt nicht der allererste Podcast in der Nürnberger Videolandschaft. Und doch wollen wir uns ein bisschen abheben. Das heißt, wir haben neben den sportlichen Themen auch Geschichten, die wir erzählen wollen. Und zwar sind es eure Geschichten, das heißt Geschichten aus der Clubfamilie. Wenn ihr also da draußen auch was zu erzählen habt, das heißt, dass meinetwegen, lass es ein Schachweltmeister sein, der da draußen ist. Oder einer von oben bis unten rot-schwarz zutätowiert ist. Einer sammelt Eintrittskarten seit 1954, völlig egal. Es gibt so viele verrückte, individuelle Clubfans da draußen und wir wollen die Geschichten hier reinbringen, dass wir eben auch mal über euch erzählen. Also der Podcast ist eben auch für euch, von euch, und dann kontaktiert uns. Ich weiß nicht, ob wir eine E-Mail-Adresse oder sowas haben. Wenn nicht, dann findet ihr bestimmt die in der Beschreibung. Entweder das oder die Regie legt uns bis zum Ende dieser Folge einen Zettel her und wir lesen es dann vor. Genau. Und ansonsten sprecht uns einfach an. Ich meine, ihr kennt uns im Stadion oder sonst wo. Und dann wollen wir eure Geschichten hier auch mal darlegen. Ja, und dann würde ich sagen, Guido, start mal rein. Gehen wir jetzt in das reguläre Programm. Genau, Koblenz, links von mir, habt ihr gerade schon gesehen, beziehungsweise von euch aus gesehen, rechts. Dann heute mit dabei der Waldi. Servus, ganz außen, alter Haudegen der FCN-Fanszene, so habe ich es hier, Mitglied der Red Devils Nürnberg und treibende Kraft der Rot-Schwarzen Hilfe. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ist eine Organisation, die Clubfans bei Problemen mit der Justiz beispielsweise zur Seite steht. Ist das so richtig? Ja, richtig. Waldi? Ja. Okay. Genau, Guido ist ja auch wieder der Alte, der Gleiche, die Stimme des Stadions, mittlerweile jetzt auch hier dann die Stimme des Podcasts, der Profi, der uns hier durch die Sendung führt, die Stimmenimitation vom letzten Mal ist uns noch schuldig geblieben. Schauen wir mal, bleibt einfach dran. Und der zweite, der zweite Profi, der ein oder andere wird es sicherlich auch schon erkannt haben, Thomas Ziemer ist da, der alte Witz, die Ziemer 20. Aber ein Klassiker. Aber Klassiker und vor allem Nürnberger Jung, lange Zeit in der Jugend gespielt, ich glaube 10 Jahre. Und ja, dann über Umwegen beim Club gelandet, kann man sagen, ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Kann man sagen, dass du Nürnberger Junge bist, auch ein Fan des Vereins und dass es dein Herzenswunsch mal war, dann für den Verein zu spielen? Ja, absolut. Also ich bin damals in der E-Jugend zum Club gekommen und dann vom MDV Grundig Fürth damals. Und um das so nochmal zu sagen, in Nürnberg geboren, in Fürth aufgewachsen, aber meine Mutter damals extra nach Nürnberg ins Krankenhaus fahren. Weil mein Vater unbedingt wollte, dass ich Nürnberger war. Also nicht Vierter, sondern Nürnberger. Ja, und dann, wie gesagt, die komplette Jugend durchlaufen. Ein Jahr dann Amateur und dann halt dann Profi geworden und dann zum FC Homburg gewechselt und dann die ganzen Stationen und dann irgendwann wieder kommen. Und klar war das ein Lebenstraum, im Stadion zu spielen. Und das habe ich zum Glück geschafft und bin froh, dass ich immer noch tätig bin jetzt beim Club. Lass uns noch mal trotzdem ganz kurz in diese Jugendzeit zurückkommen, bevor du dann letztendlich zum Club gewechselt bist. Ihr habt wahrscheinlich in der Zeit dann einmal hier im 1. FC Nürnberg gespielt, oder? Als Jugendspieler. Ja, das war halt dann, wie gesagt, da war ich 8 Jahre alt. Aber war man da schon so ein wenig mehr motiviert, weil man gesagt hat, da ist vielleicht einer, der mich sieht, der sagt, ich bin der Gute? Naja, das war damals schon bei mir extrem, weil ich habe da in einer Saison 240 Tore geschossen. In der nächsten Saison 236 Tore geschossen. Also und wie viel? 36 oder 200? 240 in der F-Jugend. Okay. Und dann war das klar, dass dann der 1. FC Nürnberg kommt. Und mein Vater war damals Co-Trainer in der A-Jugend und da war eher Kontakt immer da. Und dann, klar, will man da immer dann zum Club gehen, weil es halt. Aber wir haben da damals im MDV Grundig Fürth schon gegen Club gewonnen, also mehr als 8-Jähriger. Es war halt einfach so. Aber bei 240 Toren, wie waren die Tordifferenz zum Ende des Jahres? Ja, das war halt, wir haben zum Beispiel 32-0 gewonnen gegen Johannes und da habe ich 29 Tore geschossen. Und dann hast du Wochen drauf, hast dann gegen Boxdorf gespielt, hast 16-0 gewonnen und dann habe ich da alle 16 geschossen. Also es war halt. Wie lange waren das? 2x20 Minuten oder 2x25? 2x20. 2x20. Das macht es noch wertvoller. In der Hälfte der Zeit gejubelt. Also ja, und dann zum Club kommen und dann was ich noch in der ersten Saison gleich 150 Tore geschossen beim Club. Ich habe damals eine Urkunde gekriegt von Michael A. Roth damals noch. Von Michael A. Roth, jetzt sind wir bei der Stimmenimitation ankommen. War schon cool. Also das war schon, und dann war natürlich klar das Ziel, dann Profi zu werden. Also wie ja jeder andere Fußballer auch, wo sie da beim Club dann spielt oder egal wo. Und das,
Oh, das ist eine interessante Geschichte jetzt gewesen. Aber apropos, zum Club kommen, 150 Tore geschossen, nicht umsonst. Als das Talent, möchte ich mal fast sagen, damals ja wirklich auch genannt worden. Dann diverse Stationen durchgemacht. Du hast ja vorhin schon mal angefangen mit Homburg, dann Mainz, der Club, die 60er. Rostock nicht zu vergessen. War das für dich Durchbruch genug für einen Fußballprofi oder wärst du gern noch weiterkommen? Ja, also es ist natürlich so, dass ich schon ganz zufrieden bin mit meiner Karriere in 15 Jahren Profi. Aber wenn man halt dann hört von ehemaligen Trainern, wie jetzt in Felix Magath oder in Augenthaler oder Dieter Nüssing, die wo halt dann sagen, 50 Länderspiele haben vom Talent her. Und ja, ich war halt ein wenig Hallodri und ein wenig schluddert halt auch und hätte mit Sicherheit mehr rausspringen können, aber bin trotzdem zufrieden, habe keine schweren Verletzungen gehabt, kann immer noch, also bin noch fit mit 50 und ja, es war trotzdem eine super Zeit, aber wie gesagt, das hätte schon ein wenig mehr bei rumkommen können. Ich muss jetzt mal eins sagen, einer, der von sich selber sagt, Hallodri gewesen, der hat viel reflektiert. Also da waren auch harte Zeiten dabei, nehme ich mal an, oder? Ja, klar, es waren auch schwierige Zeiten dabei, vor allem in Nürnberg mit der Druckgeschichte damals. Aha. Das war halt, Du sprichst es an, schaffst die Überleitung. Dopingtest positiv, 1999, letzter Spieltag. Bewusste Einnahme, nicht bewusste Einnahme, Mannschaftsarzt, 6 Pillen und so weiter. Ärgert es dich heute noch, wenn du auf das Thema angesprochen wirst? Wie tief geht es noch? Nee, mich ärgert es eigentlich nicht, weil man kann ja das immer richtigstellen, wie das wissen ja die wenigsten, obwohl ja damals das ja natürlich durch die Presse ging. Und eigentlich der einzige richtige Bericht, wo damals das dargestellt hat, war im Fokus dann gestanden. Eine ganze Seite. Und das war halt einfach so, um das auch mal jetzt den Clubfans auch näher zu bringen, dass der 1. FC Nürnberg damals einen Ernährungsberater eingestellt hat. Den Brandl hat er geheißen. Mhm. Und der Felix Magath war das. Und das war eigentlich Angestellter vom Verein. Und wir dann vor jedem Spiel beim Mittagessen halt unsere Tabletten bekommen haben. Vitamin C. Die ganzen legalen Präparate, wo du da kriegst, hat jeder so Schüssel gekriegt. Und mein Pech war eigentlich, dass, weil der Brandl auch immer das Essen hat besorgen müssen bei den Auswärtsfahrten im Bus, wenn wir zurückgefahren sind. Und dann hat er damals im Bus nur Tomatenmozzarella bestellt und hat sich der mit dem Andi Köpke verstritten. Mhm. Weil der Andi halt das nicht gegessen hat und hat sich total aufgeregt und hat gesagt, hier, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und Und dann hat natürlich der Andi das nicht genommen, die Tabletten von dem, als einziger von einem 18-Mann-Kader. Und die Dopingprobe, sind immer zwei Spiele, waren nach dem Spiel gegen Freiburg, war ich und der Andi Köpke. Okay. So, jetzt war dann natürlich Pause und dann das erste Spiel war zu Hause gegen Mannheim. Das haben wir gleich 2-0 gewonnen. Mhm. Da habe ich ein Tor gemacht damals, das weiß ich noch. Und dann das nächste war dann in Offenbach, zweites Spiel. Und dann kommt der Friedel Rausch abends zu mir aufs Zimmer im Hotel und sagt, hier, musst du mal mitkommen und so. Und ich habe halt gedacht, weil ich war da zweiter Kapitän, dass irgendwas, welche Aufstellung, ne, wie wir spielen, oder da sagt er, hier, du bist gesperrt, du bist positiv Doping. Da sage ich, wie bitte? Was ist denn jetzt los? So, da ist erst einmal für mich eine Welt zusammengebrochen. War natürlich nicht im Kader dann, klar, gesperrt. Und dann kam es dann zur Verhandlung in Frankfurt beim DFB. Und dann ist der Brandl auch erschienen zu der Verhandlung, der Ernährungsberater, obwohl der da gar nicht hin müsst hätte, weil der mit dem BFB nichts zu tun hat. Das ist ja die nächste Farce eigentlich. Und dann hat sich herausgestellt in der Verhandlung, dass er hat abgerechnet, weil seine Mutter Apotheken gehabt hat in Nürnberg, praktisch die Rechnungen am Verein gestellt für diese Tabletten, wo wir halt da genommen haben. Oder auch was, wenn der hat immer Müsliriegel besorgt und so. Und dann hat sich in der Verhandlung herausgestellt, das hat er zugegeben, dass er die Tabletten aus Holland von einem Kumpel bekommen hat, aus einem Fitnessstudio. Über Grenze gefahren. Hat der zugegeben in der Verhandlung. Und dass die halt dann praktisch gestreckt waren und verunreinigt irgendwas, Tibulus die Reste haben die geheißen. Und ich habe natürlich in der Verhandlung, ne, waren auch Kameras alles, und habe dann gesagt, na gut, jetzt wäre ich ja freigesprochen. Also, entschuldige. Mhm. Ne? Also das ist ja, der Verein hat ja Sorgfaltspflicht gegenüber seinen Spielern. Da muss ja der Verein dann eigentlich eine Strafe kriegen, ja, und nicht der Spieler, wenn die ihn einstellen, als Ernährungsberater, der ist angestellt. Und der bezieht sein Zeug in Holland im Fitnessstudio. Mhm. Dann kommt er, da war der Koch, der jetzt beim BFV ist, war der Richter. Spanischer. Und der kommt dann und sagt so, oder 6 Monate Sperre. Und ja, dann Begründung, pass auf, Begründung. Ich hätte selber überprüfen müssen. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, wie soll ich als Spieler, so ein Mini-Labor soll ich da Labor dabei haben oder was? Also,
Und das war die ganze Geschichte. Und dann hätte ich eigentlich, und jetzt kommen wir wieder auf die Nürnberger Geschichte zurück, ich hätte gegen den Club verklagen müssen. Nach dem Urteil. Zivilrechtlich. Und das habe ich aber nicht gemacht, weil ich gewusst habe, mein Lebensmittelpunkt wird immer Nürnberg sein. Und ich verklage den Club nicht. Weil wenn ich das gemacht hätte, wäre da ein riesen Stadion draus geworden. Ja, so, und dann war ich 6 Monate gesperrt. Und das kostet natürlich schon ein wenig was in deiner Karriere. Und du wärst heute nicht Mr. Traditionsmannschaft? Ja, vielleicht schon. vielleicht trotzdem, ja. Wie ist es denn dann dazu gekommen? Naja, ich habe ja da einen engen Kontakt mit Dieter Nüssing. Der kennt mich auch eben seit der E-Jugend und sind da richtig eng befreundet. Und dann war es halt so, wo ich dann ich habe dann nur 2 in Österreich noch gespielt, wieder zurück nach Nürnberg gekommen bin, hat er natürlich gesagt, komm, spiel in der Traditionsmannschaft damals. Und das habe ich dann praktisch gemacht und dann vor 9 Jahren so hat er Nuss dann gesagt, ich soll es komplett übernehmen, die Truppe. Und ja, das mache ich jetzt seit 9 Jahren und ja, Wahnsinn. Also super Mannschaft, ihr kennt ja da alle ja, wo drin spielen, von Wolf über Triller, Wiesinger, wie es alle heißen, also Marek, Galasek. Alte Schule. Und schießt du immer noch so viele Tore? Bitte? Schießt du immer noch so viele Tore? Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber geht schon noch einigermaßen. Also. Was ist dann da eigentlich, wenn, wir hatten es heute in der Kabine zufällig, das Gespräch. Woran mangelt es dann am meisten? Weil da hat einer gesagt, die jungen Gewinner, auf jeden Fall gehe ich die Alten. Geht einem die Puste aus, die Kraft, oder ist man im Kopf nicht mehr so schnell, wenn man älter wird als ehemaliger Fußballprofi? Naja, ich sag jetzt mal. Ich habe mal gegen Rainer Hintermeier gespielt, ja. Und das war bitterbös. Der hat bloß mit einer Körperbewegung und ich war wo ganz anders gestanden und der Ball war weg. Ja, ich sag jetzt mal, es wäre ja schlimm, wenn man es nicht sehen wird, dass das Ex-Profis sind, mal grundsätzlich. Ja. Ja. Also gut, da gibt es natürlich ein paar Experten, wie jetzt in Helmut Rahner, in Alu. Da siehst du halt dann, dass er Ex-Profi war, wenn er ihn umwächst. Ne? Also mit dem Ball kann er jetzt nicht so viel. Aber ich sag jetzt mal, klar wird das natürlich immer von Jahr zu Jahr immer härter und dir tun halt dann schon mal zwar doch die Knochen weh, aber. Wie gesagt, wir trainieren jeden Dienstag, das ganze Jahr über mit den Jungs und haben jetzt dann ab Mai eigentlich jedes Wochenende Spiel, so in Metropolregion, also Richtung Würzburger und überall. Bei Jubiläen und so, ne, da spielen wir dann mit der Truppe. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, mir war das Thema jetzt gar nicht so so präsent. Ja. Ich meine, wo findet ihr da schon groß Beachtung, sag ich mal, oder mal in der Öffentlichkeit mal ein Wort erwähnt? Und ich wüsste jetzt gar nicht, gegen wen spielt ihr da so, wie ist das überhaupt? Gibt es eine Ligenstruktur etc.? Vielleicht nee, kannst du dazu was? Das ist jetzt Beispiel, der FC Neunkirchen hat jetzt 100-jähriges Jubiläum und dann machen die ja immer Festler bei solchen Vereinen. Und da haben wir dann praktisch das Highlight, dass denen ihr AHA gegen ja unsere Traditionsmannschaft spielt. Und es ist immer gewährleistet, dass ich 7, 8 Ex-Profis dabei habe. Mhm. Und da generieren die halt auch Einnahmen dann, weil die Zuschauer kommen. Und das machen wir halt, ja, wie gesagt, so jetzt 15 Spiele haben wir jetzt ausgemacht für 2020. Auch schöne Sachen, so in Kitzbühel mal ein Turnier und wo du halt dann eingeladen wirst und dann zahlen die dir halt das Hotel der Mannschaft. Mhm. Und hast halt der Gaudi und das ist halt das Wichtigste, dritte Halbzeit. Wollte ich gerade sagen, das ist da wahrscheinlich. Haben wir ja schöne Jungs dabei ja, bei uns und vor allem, wenn der Nuss dabei ist, was, der Dieter und der Chico ist da einmal dabei, was? Also das ist halt super und dann die alten Geschichten, die hörst du dann auch 10-mal im Jahr die gleichen, aber man muss halt immer wieder lachen, weil es halt immer lustig ist. Und, na, erzähl mal eine. Das macht riesen Spaß, also du, da gibt es genug, glaube ich, also, aber da möchte ich jetzt nicht. Die Busfahren, waren immer bis über die Busfahren gibt es so viele Legenden. Ja, also da müssen wir selber mal vorbeischauen in der ja, das ist also, das macht echt Spaß und ist auch toll mit den ehemaligen und das schweißt auch ein wenig zusammen und wenn man jetzt sieht, im NLZ sind jetzt 7 Mann von der Traditionsmannschaft in den führenden Positionen. Integriert, ja. Und das macht also schon viel aus jetzt. Also das machen sie schon gut, der neue Vorstand, dass die jetzt die ehemaligen integrieren. Und das wird jetzt mittelfristig auch, wird man sehen, was, also wie sich das NLZ da positiv entwickelt. Also, Guter Dinge, sehr schön. Ja. Und ich finde vor allem, weil das sind ja doch auch Namen, also selbst die jungen Clubfans, die jetzt dazukommen, die können alle mit Wolf, Triller, Zimmer, Mintal sowieso, klar, können die alle was anfangen. Ja, ne? Und ja, es ist schön, wenn man dann trotzdem auch mal die Gelegenheit hat, die dann auch zu sehen. Also hey, das sollte man mal schauen, dass wir das irgendwie auch mehr bekannt machen. Wenn es dann mal wieder die Möglichkeit gibt, schau da mal vorbei, weil klar, da sieht man noch mal, ja, gar nicht mal so alte Klubberer mal wieder noch über den Rasen wetzen. Und ist ja auch ein Stück Geschichte, ne? Ja, da gibt es ja so die 4 Generationen, sag ich jetzt einmal, die Meistermannschaft von damals, mit Fritz Popp, mit Steff Reisch, Dasso Wild,
Dann gibt es dann die andere Generation, Dittwar, Thomas Brunner, Hindermeier, diese Generation. Dann kommt unsere Generation, Wiesinger, Ziemer, Driller, Cieric. Und dann kommen die 2007er dann mit Wolfi, Christian Eigler, Klever, die Marek Nickel, Mintal. Und das sind so die und da sind eigentlich in der Traditionsmannschaft von allen Teilen sind da Leute dabei. Also Steff Reisch ist immer bei uns dabei, bei der Traditionsmannschaft. Ja. Der kommt da wahnsinnig super an bei den Leuten, ist ja klar, bei den Älteren. Ja. Ja, die kennen den noch, der war ja Nationalspieler. Ja. Also deutscher Nationalspieler. Das ist schon Hammer, wenn du jetzt die ganzen Namen aufzählst, was das für eine Dichte an Qualität ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht fußballerische Qualität, sondern charakterliche Qualität. Auch, und das ist auch so. Also bei mir spielt da kein Arschloch nicht, der Idiot ist so. Weil der passt da gar nicht rein bei uns. Also das sind alles super Jungs und ich kann mich auf die verlassen. Das ist auch wichtig, weil ich stehe ja da in der Verantwortung, wenn ich ein Spiel ausmache. Hm. Ja, wenn ich sage, du, der Mintal kommt, weil es zu mir gesagt hat, dann kommt er auch. Hm. Ja, und da ist schon, also es macht, wie gesagt, so kann man ein Stück weit Kind bleiben. Ja, mal, oder? Klar. Das ist halt auch halt schön, wenn man mal rauskommt von zu Hause, für viele auch. Es kommt auch dazu noch. Sorry, Frau, und ich habe einen Heiligabend auf Fußballturnier. Und wie gesagt, also da ist dann schon immer, da wird dann immer vorher, wer fährt, ne? Wer kann fahren? Dass man einen Fahrer hat, ne? Weil es schmeckt halt einfach besser als Bier dann oder danach nach dem Spiel, weißt du? Aber das ist immer, wenn du was gemacht hast und ich finde es so und wir dürfen es uns doch erlauben, wir stehen da immer so unter Druck und es soll ja echt Spaß machen. Also das heißt, mit dem fortgeschrittenen Alter und dem trotzdem noch zum Verein gehören, aber jetzt nicht mehr als Profi im Sinne von ich schieße Tore und kriege Geld dafür, sondern als Altherrn, dass sich die Sicht auf das Ganze komplett geändert hat, oder? Also wenn's, überleg mal, wie verspannt du irgendwann mal warst oder wie verbissen, damit da was passiert. Klar ist das nicht mehr so verbissen und alles klar, weil wir natürlich immer gewinnen. Also das waren schon auch riesen Events, was wir da gehabt haben. Wenn ich denke, 2016 in Berlin, wo wir ja deutscher Hallenmeister geworden sind, da spielst du vor 10.000 Zuschauern in der Halle. Also, und im Endspiel noch eher Schalke. Also haben schon viel gesagt danach, du, das war schon fast vom Druck her, wie damals Bundesliga, wenn du gespielt hast. Und dann gewinnst du das Ding noch und so fing es dann auch mit den anderen. Also, und jetzt, wie gesagt, mit der neuen Vorstandschaft, also ganz anders wie bei Bonnemann oder Bader, jetzt halt da mit dem Robert und mit Nils, mit dem Rossoff, die fördern das brutal. Also die stehen da voll dahinter, weil die einfach sagen, das ist wichtig für gerade, wenn man sagt Tradition. Ich meine, das haben wir schon öfters gehört. Tradition, ne? Aber ich, und da muss das eigentlich dann auch gefördert werden und das machen sie also super und wir sind da voll integriert und müssen auch viele Veranstaltungen, wie jetzt sowas zum Beispiel. Und das machen wir auch gern und klar, wenn man was gibt, dann kriegt man auch was und genauso muss es sein. Und das ist allgemein was in Deutschland meiner Meinung nach noch ganz zögerlich passiert, aber leider fast ausschließlich für die Vermarktung von Sky und ähnliche Fernsehsender, dass man die Legenden wieder ranholt. Und weil du in Nice ansprichst, und da komme ich immer relativ schnell zu den USA, weil wir uns darüber auch öfter unterhalten haben, wenn ich mir anschaue, die Footballteams da drüben, die ehemaligen Spieler, das sind die Helden in der Stadt und die treten in jedem Spot, da kommt gar kein anderer rein, der Verein lässt das gar nicht zu. Mhm. Ja, also die sind da echt prominent, immer noch an vorderster Front und tun natürlich da auch was im Sinne des Fan-Nachwuchs, das ist ja ganz klar. Ja. Und damit kommen wir jetzt auch zum ersten Fan-Thema des Abends, weil es gegen Osnabrück wieder einen selbstorganisierten Sonderzug gab. Ja, und da seid ihr beide natürlich jetzt maßgeblich gefragt. Waldi, nehmen wir dich auch mal mit rein, damit du nicht nur da hockst und nur zuhören musst die ganze Zeit. Es war nicht euer erster Sonderzug. Wie hast du es diesmal erlebt? Und vielleicht mal eine kleine Historie der Sonderzuggeschichte. Ja, also die Sonderzuggeschichte geht jetzt schon lange Jahrzehnte zurück. Man kann sagen, 1988 war eigentlich der erste. Das war das UEFA-Cup-Spiel in Rom. Das waren damals 600 Leute ungefähr. Und der war ausschließlich für dieses Spiel war der angemietet. War halt damals noch nicht so professionell. Ne? Hat noch kein Internet gegeben, hat noch keine Handys gegeben. Da ist halt der Zettel ausgeteilt worden. Dann zeigen wir doch gleich mal den Flyer, wenn den hier drauf hat. Ein Stück Geschichte auf jeden Fall auch. Ja, das war auch eine Generation, genau. Da hat man halt damals gesagt, ja, schalt mal ein, Zabo Sportheim, dann sind die Leute alle gekommen, abends, und haben dann eingezahlt und dann wurde dieser Sonderzug praktisch auf die Wiege gebracht. Ne? Oder was hast du gesagt, 600 Leute? Hm? 600? 600, ja. 600. Bloß eine kleine Nebenfrage. Stimmt dies, weil ich das einmal bloß alles höre? Ich war bei sowas nie dabei, außer einmal auf Schalke im Sonderzug. Aber jetzt gerade zu Rom, haben die damals Münzen angeschliffen und nach unten geschmissen? Ich war jetzt da nicht dabei, ich habe es auch nur selber gehört. Okay. Ich wäre damals auch gerne mitgefahren, ich war damals gerade 18. Ne? Und aber? Habe damals gerade meine Lehre angefangen
und habe das irgendwie nicht auf die Reihe gebracht, dass ich das mit Urlaub durchbringe. Aber war ja nicht so schlimm, ne? Weil wir waren ja damals aufsteigender oder aufsteigend, sag ich mal. Die Welt stand uns offen, ja. Und fährst halt nächstes Jahr mit, ne? Wie ich halt ein bisschen wurscht, ne? Dass das dann halt 20 Jahre dauert, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, das war halt dann schon schade im Nachgang, wenn man sich das überlegt, dass man diese Fahrt ans Haus nicht lassen, wegen einer blöden Arbeit. Ne? Der Lehrer. Ja, wegen so einem Scheißdreck. Ne? Ah. Und ja, das war jetzt dann schon schade. Vor allem, was dann auch gewonnen hat, da waren dann ziemlich alle dabei, die wo da in der Szene da was zusammen gehabt haben. Ne? Also Phil Seerose, Phil Ritter-Wils. Und da ist schon was gegangen. Ich will bloß ganz kurz unfußballerisch für die jüngeren Zuschauer nochmal sagen, eine Lehre machen ist nichts Verkehrs, auch wenn es er gerade als Scheiß naja, trägt. Also wenn es für so ein Clubspiel geht, also da soll man sich überlegen, ob man nicht einmal den Opa noch einmal sterben lässt. Da muss man vielleicht mit dem Chef mal reden, ob man mal kurz eine moralische Ausnahme machen kann oder so. Muss man auch machen, ja, weil ich mir irgendwie damals blöd gestellt. Ja. Ich verstehe mich halt noch, ne? Das ist mir dann auch nicht mehr passiert, ist klar. Aber wie gesagt, jetzt ist schon vorbei. Ja, vor allem war der erste Sonderzug, ne? Also, ja, ich weiß scheiß deutsche Geschichte. Was früher war, so. Was ganz früher war, ob die da nicht schon auch irgendwie sowas ein wenig so veranstaltet haben. Also in die 68er oder 69, 70, irgendwas so in die Jahre, weiß ich nicht. Aber natürlich hat es ja diese Fanmassen damals noch gar nicht so gegeben. Ne? Da ist man nicht mit Tausenden auswärts gekommen, da waren es ja immer ein wenig weniger. Ne? Und da ist ja der Fokus noch nicht so drauf gelegt worden. Auf Fußball, da sind die Leute hingegangen, die da unbedingt hin wollten. Und heute peitscht du da jeden hin in das Stadion, der wo da auch gar nichts verloren hat. Ja, ja, und dann war es halt so, 88, wie gesagt, und dann sind ja zwischendurch, glaube ich, zwei andere Sonderzüge noch gewesen. Und das große Highlight war dann eigentlich 2007. Pokal. Also da muss man schon ganz ehrlich sagen, das war natürlich das absolute Highlight für uns alle. In den letzten Jahrzehnten hat es ja nicht viel zum Feiern gegeben. Ja, ne? Und ich kann mich erinnern, wir haben damals ja eine Veranstaltung gehabt an der Frankenstraße, da haben wir damals die Rot-Schwarze Hilfe gegründet. Mhm. Und da haben wir uns dann auch noch ein wenig zusammengeguckt und dann habe ich gesagt, also passt auf Leute, wenn wir so einen Verein gründen wollen, brauchen wir ein wenig Stadtkapital, gell? Und wenn wir das schaffen gegen Frankfurt, ne, das Halbfinale, okay, dann machen wir einen Sonderzug. Das wäre eine Idee, ne? Und da bleibt schon ein wenig was übrig und das nehmen wir dann dafür her, dass wir uns da, dass wir den Verein dann nochmal auf ein wenig Finanzspritze geben von Anfang an. Und das war dann der absolute Wahnsinn. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, also Halbfinale wisst ihr ja selber vielleicht noch alle, das war das Heimspiel schlechthin. Also so eine Stimmung glaube ich jetzt nie mehr danach geben. Ich weiß nicht, ich war damals in der Arbeit, ich habe damals als Fräser gearbeitet, ich habe da irgendwas aufgebaut. Dann habe ich so gedacht, hey, das brauchst doch du gar nicht. Ich war da selber so aufgeregt, ne, abends dann. Ne. Und dann gewinnen wir das wirklich 4-0. Überragend. Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und dann hat sich das immer mehr Formen angenommen. Dann haben wir uns halt zusammengehockt, haben wir mit den Ultras und so zusammengehockt. Und dann haben wir dieses Drei-Generationen-Projekt herausgehaut. Und haben gesagt, komm, wir fahren alle miteinander nach Berlin. Was der Teufel, und das wieder passiert. Seerose, Red Devils, Ultras. Und so hat es dann Formen angenommen und dann haben wir da erst einmal jemanden suchen müssen, wer macht denn sowas überhaupt? Und dann haben wir dann einen Kontakt gehabt von jemand anders aus Bochum, ja, den haben wir schon früher gekaut. Also ne? Auch Fanszene. ja, aber ja. Den haben wir früher schon gekaut, ne, weil es man dann braucht. Ne? Und dann haben wir den einmal eingeladen, dann hat uns der das gesagt. Kosten und so weiter und dann ist es eigentlich immer mehr in diese Phase gegangen, wo man gesagt hat, jetzt wird es ernst. Ja, und dann hat man sich überlegen müssen, macht man ein Catering, macht man das selber, wie schafft man das überhaupt und. Magst du mal so mal sagen, was das dann kostet oder wo du da am zu Ende viel rauskommst? Weiß sowas? Also, zu viel. So ein Zug, der kostet 40.000 Euro bestimmt. Okay, an was muss man da alles denken, was hängt alles mit drin? Aber das können da beide beantworten, nehme ich an. Wie meinst du, was alles mit drin hängt? Was man sich kümmern muss noch? Was man sich kümmern muss. Ja, klar, das hängt natürlich auch davon ab, wie groß ist jetzt der Zug, wohin geht der Zug, was ist das für eine Strecke. Klar, nimmst du Catering noch mit dazu, nimmst du Security mit dazu, das kannst du alles dazu buchen, aber nachdem wir das ja immer so kostenneutral und kostengünstig wie möglich anbieten wollen, machen wir das wirklich alles in Eigenregie. Das heißt, da wird halt dann die 1000 Paletten Bier werden halt dann angekarrt, da musst du ja rechnen, da fahren 700 Leute mit oder was. Jeder säuft bestimmt seine 6 Bier. Wenn er nicht Alkoholiker ist und wenn er Alkoholiker ist, noch ein paar mehr. Essen brauchst du auch noch ein bisschen was und
Securities musst du stellen dann auch wieder, wenn's, sonst musst du auch wieder auswärtig besorgen. Mhm. Klar, und es muss ja auch alles zum Zug geschafft werden. Es ist ja nicht so, als steht es dann schon drinnen. Und da ist natürlich ordentliche Organisation und Manpower vonnöten. Aber man macht es halt gerne, weil, wie der Waldi jetzt schon gesagt hat, ne, wenn so ein Spiel ansteht, wie jetzt halt, lass es Rom sein oder Berlin, und du fährst halt da mit dem Zug hin, oder Berlin halt am besten noch zwei Züge, weil halt einfach jeder Bock drauf hat, dann fährst du da hin und fühlst dich halt, bist, kommst an und weißt eigentlich, dass wir gewinnen. Weil wir da auf einmal halt in dieser Geschlossenheit, und du denkst ja selber, wir stehen jetzt halt alle auf dem Platz. Und deswegen ist es auch so wichtig und gut, dass wir immer mal wieder so einen Zug machen, weil dann kommst du jetzt auch in Osnabrück an und denkst, das können wir gar nicht verlieren. Schau dir an, wir sind mit allen Leuten jetzt da gefahren. Jeder will den Sieg, jeder hat es verinnerlicht. Und ja, dann Osnabrück hat es jetzt tatsächlich mal geklappt. Eigentlich so oft hat es bei den Sonderzügen in der Vergangenheit gar nicht geklappt. Außer jetzt eben Berlin und Rom, das waren aber auch die wichtigsten. Mhm. Osnabrück war jetzt auch nicht unwichtig. Und ja, einfach natürlich dann für die Gemeinschaft, für die Clubfamilie kommen wieder so viele verschiedene Generationen zusammen. Wir haben es jetzt gehört, drei Generationen war ja auch das Motto beim Berlinzug. Und auch jetzt Osnabrück hast du einfach mal wieder gemerkt, die Leute waren hungrig, ausgehungert nach so einem Erlebnis wieder. Und Durchstieg. Durchstieg. Und es ja, gibt halt dann auch wieder einen riesen Push. Und das ist einfach so ähnlich wie eure dritte Halbzeit dann. Genau. Werden die Geschichten ausgetauscht und man kommt wieder zusammen und jeder ist einfach froh, dass er da das Erlebnis mitgemacht hat und hofft natürlich, dass man nicht wieder 20 Jahre drauf warten muss, weil Lene. Das ist so. Aber ich muss auch sagen, mein erster, wenn ich mal kurz, ja, bitte. Ja, klar. Mein erster Zug, der war 2002, 2003, Schalke, Sonderzug, damals vom SC organisiert, und ich weiß eigentlich auch gar nicht mehr so viel, aber ich weiß noch, wir sind angekommen, Schalke, und es war eigentlich wie damals die Wiedervereinigung. Also wie in Berlin. Das waren Szenen wie in Berlin. Wir waren die Ossis, die Schalker natürlich dann eher die Wessis. Haben uns abgeholt am Bahnhof, und es waren wirklich Verbrüderungsszenen. Und man muss halt auch sagen, das war noch mal eine andere Zeit gewesen als 2002, 2003. Da standen die Schalker-Kunden oben am Gleis und haben schon alles niedergerissen, bevor wir überhaupt gekommen sind. Und heute, wenn du jetzt, selbst wenn du auf Schalke bist, ist es halt alles auch ein bisschen cleaner. Und natürlich dann leider halt auch viel, trotz Schalke-Spiel auch viel Polizei, die halt alles trotzdem noch mal absichern muss. Hat ein bisschen den Reiz so genommen. Jetzt, wenn du Osnabrück fährst, ist es natürlich noch schlimmer. Da kommst du ja gar nicht mehr in den Bahnhof auch rein, dass du da mal was zu essen holen kannst. Und ab und zu willst du natürlich, ich meine, sind wir mal ehrlich, das macht natürlich auch den Reiz aus. Du fährst auswärts mit dem Sonderzug, kommst an und willst schon wenigstens einmal mal kurz raus in das Osnabrück und FCN krakeln. Geht gar nicht darum, dass du irgendwie was niedertrampelst, aber einmal kurz zeigen, hey, wir sind da, gehen ins Stadion. Wäre schon schön gewesen, aber hey, da haben wir trotzdem noch eine schöne Zeit für uns gehabt im Zug. Und ja, vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zu den SC-Zügen. Da habe ich mich vorher auch beim Viertel nochmal informiert. Der hat die ersten zwei Züge damals gemacht, 2002, 2003 und 2004, 2005. Die sind auch durch einen ganz komischen Zufall an die Züge gekommen, weil die hatten ja auch keine Ahnung, wie wird sowas überhaupt organisiert, um was muss ich mich kümmern. Die haben wir irgendwann mal draußen beim Club einen gesehen mit so einer DB, Deutsche Bahn, Cabby, und haben den halt mal, weil der immer da drum Schlawenzel ist, angesprochen. Und der hat dann mehr oder weniger den Zug organisiert, also dieses ganze Drumherum, Gleis, Fahrten und so weiter. Aber natürlich dann der SC auch Catering und alles Mögliche organisiert. Und ja, so ist man dann, man wächst dann auch mit den Zügen. Heute ist, glaube ich, die Organisation schon ein bisschen eingespielter, aber es ist natürlich immer noch kein Selbstläufer. Also ich weiß Gott, ich will mich jetzt nicht auch mit fremden Federn schlungen. Ich war jetzt selber noch nie so tief drin in der Organisation selbst. Ich meine, da gibt es andere bei uns, die das jetzt schon wirklich echt krass und gut machen. Aber wenn man das nur mal so über den Daumen peilt, was da natürlich auch die Woche an Aufgaben anfällt vor so einem Sonderzug, das ist enorm. Aber das Ergebnis ist es natürlich wert. Ich habe es bloß mal von der anderen Seite erlebt. Also ich bin da völlig komplett außenstehend, ne? In meiner Perspektive immer gewesen. Wurde dann irgendwann, wir haben wohl vorm Talk hier kurz erörtert, das muss wohl 2005 irgendwann gewesen sein, Sonderzug nach Schalke. Ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl, du kommst da an als eine Macht letzten Endes. Und das war für mich in dem Fall das erste Mal überhaupt, mit so einer großen Schar Gleichgesonnener unterwegs zu sein. Und das hat mich völlig vereinnahmt, das Gefühl. Wir mussten in Frankfurt irgendwo auf irgendeinem Abstellgleis kurzzeitig stehen bleiben. Da sind dann irgendwelche Frankfurter gekommen und haben Rabatz gemacht. Da war es dann schon mal kurz davor, dass es in irgendeiner Art und Weise eskaliert wäre. Aber dann in Schalke kommen damals. Es war wirklich brutal. Also da war ich völlig eingenommen. Leider ging das Spiel total verloren.
mal wieder an die Heimfahrt. Das ist so eine Frage, die ich mir dann stelle. Wie schmerzvoll ist denn an die Heimfahrt, wenn du weißt, du hockst jetzt da 6-7 Stunden unter Umständen in dem Zug drin? Ist das natürlich eine völlig andere Nummer, als wenn du gewonnen hast? Da gehen zwei völlig verschiedene Welten ab, oder? Naja gut, wenn du da Papier getrunken hast, dann kannst du es auch mal anders da hinstellen. Ne? Es gibt Leute, die haben dann immer 3-0 gewonnen. Ah, okay. Okay. Ja, aber was man halt so auch sagen muss, ist, was mir halt damals ein wenig so Bedenken gemacht hat, wie wir den Berlin-Zug gemacht haben. Ja, erstens einmal, du hast eine hohe Summe, ne? Die musst du unterschreiben, das ist ein Vertrag, da kommst du nicht raus. Ja, kriegst du das Ding überhaupt voll? So, jetzt war es dann so, da haben wir damals haben wir das publik gemacht. Falls noch war, sollen die Leute kommen, ich glaube, das war Freitag, die sollen um 2 Uhr kommen. Und da kassieren wir ein. Ich bin dann um 1:30 Uhr hingefahren damals. Da denke ich mir, hey, wo stehen da so viele Leute an? Ne? Wollen die alle ins Board oder was? Ne? Dann laufe ich hin und sagen die zu mir, Waldi, wir sind schon ausverkauft. Sag ich, was? Wir wollen doch um 2 Uhr erst anfangen, oder was, 1:30 Uhr? Ausverkauft. Ja, jetzt sind die Leute alle da gestanden. So, jetzt haben wir uns dann hinten reingeguckt, weil was macht man jetzt? Die ganzen Leute, die wohnen da sind. Köder und jetzt musst du enttäuschen, das ist natürlich doppelt schlimm. Ja, ja, jetzt haben die jungen Leute haben dann eine total gute Idee gehabt. Wir machen einen zweiten Zug. Dann sage ich, nee, das machen wir auf gar keinen Fall, wir machen an, richtig. Ja, wir können die Leute nicht da lassen, wir müssen die Leute alle mit nach Berlin nehmen. Sag ich, ja, und wer unterschreibt das? Ich unterschreibe es nicht, habe ich gesagt. Ich habe schon irgendwas geschaffen in meinem Leben. Könnt ihr unterschreiben, bei euch ist es wurscht. Methode. Ja, bei euch ist es wurscht. Ja, dann haben wir nochmal einen Zug dazu gebucht. Ich glaube, der war dann nochmal 5.000 Euro teurer, 200 Leute weniger. Und dann haben wir tatsächlich zwei Züge gemacht. Einen mit 1.100 Leuten und einen mit 900. Wert fast 100.000 Euro. Und wie es der Koblenz vorhin schon gesagt hat, nachts um 3 Uhr palettenweise die Kisten und die Paletten am Bahnsteig hingefahren, mit dem Aufzug rauf, dann eingeladen. Und wie dann die Menschenmassen um 5 Uhr gekommen sind, mit Absperrbänder, dass du die zurückhältst. Ne? Es war Wahnsinn. Glücklicherweise musstest du an dem Tag nicht mit der Lehre anfangen. Gott sei Dank. Um den Kreis mal zu schließen an der Stelle. Weil man jetzt eben gerade, weil du die Rückfahrten angesprochen hast, jetzt nämlich doch erst nochmal Berlin, da hat man ja dann nicht das traurige Ergebnis, sondern im Gegenteil, da sind wir heimgefahren. Ja. Und das war ja noch, also ich meine, die Hinfahrt war natürlich krass. Das wollte ich vorhin schon wissen, ja, was großartig war. Die Anspannung, da gab es natürlich auch den, auch nochmal so einen geilen Motivationsflyer, wenn man den sich heute durchliest, dann hat man schon wieder die Gänsehaut. Und wir sind natürlich da wie selbstverständlich hingefahren, dass wir jetzt das Ding auch holen, nachdem wir davor schon so viel Pleiten, Pech und Pannen erlebt haben. Aber die Rückfahrt, du kommst dann irgendwann mal nach dieser, keine Ahnung, 24, 36 Stunden, wo du dann schon auf dem Bein bist mit der ganzen Organisation vorher, fährst du zurück und ich hatte ja gedacht, ich habe den Pokal hier unter meinen Armen. So bin ich eingefahren und ich habe auch das Gefühl gehabt, ganz Nürnberg steht jetzt draußen und jubelt diesen Zügen. So. Ja, weil es muss so gewesen sein, weil so ist es in meiner Erinnerung. Und also das war ja völlig utopisch, hast du dich wirklich eins gefühlt dann mit dir, dass wir den Pokal wirklich zusammengeholt haben. Aber die andere Seite der Medaille sind natürlich auch die Niederlagen, wenn du im Sonderzug dann fährst in der Gemeinschaft verlierst und dann hast du gesagt, ja und dann muss man noch die 6-7 Stunden dann heimfahren, wie ist das dann, ist man da nicht irgendwie in seinem Trübsalblasen noch länger gefangen. Ja, ja. Aber ich sage dir genau das Gegenteil, weil wäre ja viel schlimmer, als wenn ich nach Osnabrück oder sonst wohin fahren würde, mit dem Auto oder alleine zu zweit im Auto und fahre dann nach einer Niederlage heim. Da habe ich ja viel mehr Angst, dass ich irgendwo in den Graben fahre. Aber so bin ich ja nochmal mit meinen Leuten oder mit der Clubfamilie unterwegs. Und dann ziehen wir uns da schon wieder gemeinsam aus der Scheiße. Ich glaube, es gäbe auch nichts Schlimmeres, dass man nach einer Niederlage die Mannschaft dann wieder jeder einzeln seiner Wege geht. Hey, dann einfach nochmal kurz zusammensetzen und sich einfach mal wieder hochziehen, hochkämpfen und dann, hey, und das hat jetzt bis jetzt in den Sonderzügen klappt das immer wunderbar, da gibt es zwei Partywaggons und da würde ich es auch rausgelassen. Aber du hast gerade, es war gerade ein schönes Wortspiel, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dann ziehen wir uns aus der Scheiße, aber das nur am Radio jetzt, um ganz kurz noch. Gut, dass du es aufgegriffen hast. Abschließend diese noch kurz auf den Punkt gebracht, weil du das wirklich mit dem Ankommen und so weiter, und wenn du läufst durch diese Stadt, du bist ja eigentlich sicher, du gewinnst das Ding, egal, kann kommen, was ist das einer der pursten Momente des Fanseins? Na, also das ist nicht das Purste. Ich sage nicht, da gibt es. Also, man muss dazu sagen, muss wegen dem Berlin, war ja so die Überlegung: ja, stell dir mal vor, wir gewinnen das Ding dort. Na, wir fahren da irgendwann um 5 Uhr in der Früh los, sind dann schon, was weiß ich, wie lange auf die Beine und wir gewinnen das dann. Die reißen uns ja den ganzen Zug ein. Also, so war unsere Überlegung. Ne? Wir haben da, glaube ich, 50 Leute Security gehabt, ne? Und haben.
haben wir ja schon Angst gehabt, dann, weil wenn da zu viel kaputt geht, ne, dann ist es auch schlecht. Der unterschrieben hat, blutet dann. Ja. Und es war tatsächlich so, also wir sind mit einer Euphorie dahin gefahren. Und dieses Pokalspiel, also das hat sämtliche Kraft gezogen von den Leuten. Also diese Anspannung, ich weiß gar nicht, wie oft ich mich auf diese blöde Anzeigentafel umdrehe oder wie lange geht's denn noch, ne, wie es dann so kurz davor war. Ne, und die Leute waren fertig beim Heimfahren. Da war nichts mehr mit viel mit Feiern drin. Die waren richtig. Die waren fertig. Ne? Da waren vielleicht noch ein paar Einzelne rum, aber es war jeder glücklich, es war jeder zufrieden. Und, ja. Er war im zweiten Zug. Sie wollen, Wollen nicht. Ne? Die wollten sie wahrscheinlich ausruhen für die Feierlichkeiten in Nürnberg. Aber man muss dann schon sagen, also wie man dann daheim war und wie man dann die ganzen Müllberge noch gesehen hat und dann hat man sich gedacht, ey, wir sind jetzt Pokalsieger, Wahnsinn. Ja, ist das hat was. Unreal. Das hat was. Mal kurz auf die andere Seite wechseln bei dem Thema. Gibt es das, also ich weiß es als Künstler, ich habe früher mit Band Musik gemacht und wir sind in andere Städte gezogen und da waren wir dann total stolz, wenn man gehört hat, ey, da reisen 10 aus Nürnberg an. Kriegt man das als Spieler mit? Ja, ey. Die Fans kommen am Sonderzug, also die haben wir auf jeden Fall im Rücken. Wird euch sowas auch von Mannschaft, also von Vereinsseite her gesagt? Vielleicht auch mal, um euch nochmal mehr heiß zu machen irgendwie? Nee, also gesagt wird es nicht, aber das kriegst du ja mit. Du kennst ja die Fans und alles, du bist ja da ein wenig vernetzt und so. Und dann weißt du natürlich schon immer, wie viel, gerade in der heutigen Zeit weißt du ja eh, durch die Kartenverkäufe und so. Halt früher war es dann schon mal, manchmal hast du das nicht gewusst. Aber du kriegst das schon mit und ja. Wahnsinnige Unterstützung und voll wichtig, also Hammer. Das ist halt leider, sei mal nicht böse, ne, soll nicht respektlos sein, aber das ist halt so eine Floskel, die du immer hörst von Profifußballern. Ja, ey, es ist Hammer, das ist toll, weil auf der anderen Seite ist das natürlich auch so eine typische dumme Frage, die ein Journalist wie ich immer wieder stellt. Ey, wie ist denn das für euch so, wenn der Sonderzug kommt? Ich meine wirklich so, auch wenn du dann in der Kabine beim Umziehen bist und du weißt, jetzt nehmen wir mal Karlsruhe oder irgendwas, du gehst jetzt dann raus und da stehen 3000 Leute von uns, da freust du dich drauf, da sagst du, da will ich mich zeigen. Ja, du merkst das ja schon, wenn du rausgehst zum Warmmachen. Oder vorher, wenn du den Platz betrittst, vor dem Warmmachen noch. Da sind ja auch schon alle da meistens. Das ist schon, also war für mich immer das Geilste eigentlich, vor dem Warmmachen rauszugehen. Und dann, weil dann sind eigentlich die anderen Zuschauer noch nicht da, aber der Block ist voll mit Clubfans und da läufst du dann automatisch hin und winkst dann rein und so und hast schon immer Gänsehaut gehabt. Ist dir das so bewusst? Weil ich meine, ich bin also mir ging es zumindest. Ich weiß nicht, wie es anderen gegangen ist, aber mir. Dass es auch den Spielern in dem Moment bewusst ist, sage ich jetzt mal, ob mir das bewusst ist. Ja. Die Frage ist ja berechtigt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hoffe natürlich. Also ich meine, sonst würde ich da jetzt auch nicht stehen und in dem Moment natürlich zujubeln und natürlich auch noch mal hier die Faust ballen und ob jetzt gehen wir. Das sage ich ja auch nicht, um mir jetzt irgendwas jetzt gut einzureden, sondern natürlich hoffe ich, dass das ankommt. Also es ist ein unmittelbarer Einfluss in dem Moment. Finde ich schon. Da sind wir wieder bei meiner These vom letzten Mal. Wir brauchen ein kleines Stadion, wo die Fans näher dran sind. Ja, das Wir haben das letzte Mal schon mal kurz diskutiert. Macht mich seit Jahren fix und alle, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, ey, die sind so weit weg. Und in anderen Stadien, da sind die Fans. Kostet die 8 Punkte im Jahr. Und das heißt so ein Scheißstadion. Also, tut mir leid. Ja. Da, wenn's das Stadion jetzt wie in Dresden oder was, mit der Kulisse dahinter. Und das kostet ja, allein schon, dass sich der andere mal einscheißt, ne, an der Ecke. Ja, das ist, ist das wirklich so, wenn du eine Ecke gedreht hast, jetzt mal wegen Dortmund oder so, wo du dann an der Südtribüne bist oder woanders? Nee, da denkst du eigentlich nicht dran, dass jetzt da was. Ja, stimmt, bei den Dortmund war ein blödes Beispiel mit den Dortmund. Nein, überhaupt, aber du denkst jetzt nicht dran, dass du irgendwas am Kopf kriegen kannst oder so. Also. Aber zumindest, dass halt da jetzt zumindest mal die 10.000, 15.000 gegen dich sind mental. Ja, das kriegst du dann schon, aber das musst halt einfach ausschalten. Also was willst du jetzt da machen? Dann kannst du ja trotzdem weiterspielen. Und ja, das sowieso. Ne? Weißt du, aber das. Im Unterbewusstsein freilich, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da, also sowas bei mir, dass ich habe mir da keinen großen Kopf gemacht, wenn die pfiffen haben. Okay. Und hast du gewonnen und hast dich noch mehr gefreut. Ich glaube, wenn sie recht pfiffen haben oder Derbys oder so, das macht schon auch schon. Ich weiß nicht, früher im Frankenstadion, wenn die Leute, Andi Winger, hört der das überhaupt, der ist da so weit weg. Andi, aber er hat gewonnen. Ja. Also in Dortmund, der Rafa Schäfer, der stand halt 2 Meter weg, damit du was gesagt hast, oh, hat er sich noch umgedreht, hat nur was gesagt dazu. Also insofern, da war absolute Nähe dran. Kommen wir mal zum sportlichen Rückblick, wenn es für euch okay ist. Ja? Ja. Osnabrück auswärts, nach über 600 Tagen mal wieder der zweite Dreier in Folge. Leider ist es auch nicht so weitergegangen. Der Club hat bewiesen, dass er auch ohne Michael Frey gewinnen kann. Tor durch den Kapitän. Und dann kommen wir natürlich zu Mavropanos an der Stelle auch. Ausschlaggebender Punkt in den Spielen bis heute. Ja, ich denke schon, dass das ein guter Mann ist, also er ist jetzt nicht Weltklasse, wie es der Jens gesagt hat. Also
wo er dann gesagt hat, nach dem Osnabrück-Spiel, wo er gesagt hat, ja, Weltklasse-Leistung, also ich verstehe, in der Weltklasse ist schon was anderes. Also der war sehr gut und der tut uns, klar, das halbe Jahr jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut und hilft uns auch weiter. Ja, das war, glaube ich, die Frage. Das war die Frage, wenn wir später genau. nochmal dazu kommen, willkürlich nach dem frühen Aus heute. Ne? Der Club hat da ja echt defensiv begonnen, zweite Halbzeit dann langsam Schwung reinkommen. Da stellt man sich die Frage, das haben wir das letzte Mal eigentlich auch schon theoretisch besprochen, mal das Thema, warum fängt man dann überhaupt defensiv an, wenn man doch offensiv deutlich mehr machen kann? Wie geht man da so taktisch ran? Ist das was automatisch aus dem Spiel herauskommt? Ich bin jetzt auswärts, ich schaue erst einmal. Die haben natürlich schon taktische Vorgaben, aber das kann sich doch immer, das ändert sich doch so schnell, gegnerabhängig, wie der Gegner dann, wie der Gegner spielt, mit welcher Variante. Freilich sagst du, die haben jetzt 4-4-2 gespielt, die letzten Spiele, auf einmal spielen sie dann ein ganz anderes System und das ist ja immer spielabhängig und dann kommt, ja, es passiert ja immer was im Fußball, also man kann es ja nicht planen. Also das hast du jetzt heute wieder gesehen, wie sie der verletzt dann, da wird ja alles über den Haufen geschmissen dann, der ganze Taktik und alles. Also ich sage jetzt einmal, freilich hat man da eine gewisse Grundordnung, aber im Fußball, du siehst das doch immer, da passieren halt einfach Sachen und es ist halt nicht nach Schema F. Und das war heute so. Es wäre heute auch wahrscheinlich ganz anders ausgegangen, wenn sie den nicht verletzt hätte, obwohl es der Müll gut gespielt hat, muss man sagen. Aber es sind halt, wenn der Freie das Tor macht, gewinnst du 3-1 wahrscheinlich, was? Oder 4-1, weil dann machst du nur 2. Das ist halt, du kannst da nicht irgendwie. Der Schlenzer, der war ja genau richtig, wie hinter war. Das war ja eigentlich bis dahin alles. Sensationell gemacht, hast du es überhaupt mitgekriegt, hast du es gesehen? Das habe ich sogar sehr gut gesehen, weil in der zweiten Halbzeit war ich unten gestanden. Mhm. Und habe mir in dem Moment auch nur gedacht, klar habe ich mich geärgert, aber ich habe mir dann mehr gedacht, naja, der eine oder andere wäre wahrscheinlich gar nicht bis dahin gekommen, wo er verschossen hat, aber trotzdem bitter. Aber lass uns noch mal kurz zu Osnabrück zurückgehen, weil du jetzt gesagt hast, da kann so viel passieren und von der Taktik her, wir waren da wieder die erste Halbzeit eher zurückhaltend. Am Ende, denke ich, kann man trotzdem zufrieden sein mit dem Spiel, mit der Leistung dort? Oder sagst du jetzt trotzdem, Osnabrück war jetzt eher schmeichelhaft gewesen? Also für mich gibt es Folgendes. Montag in Kicker aufschlagen und da steht das Ergebnis drin. Das ist entscheidend. Und wie ich das Ergebnis zustande gebracht habe, das muss in unserer Situation eigentlich jetzt völlig wurscht sein. Du hast 1-0 gewonnen, Mund abputzen, nächstes Spiel, Heidenheim. So ist aber, so ist Fußball. Und das ist wichtig. Und wie das zustande kommt, wie wir damals aufgestiegen sind und dem Felix Magath, da haben wir, glaube ich, 7-mal 1-0 gewonnen. Hinter oder 8-mal, war doch damals. Ja, wir haben vorher auch nicht da die hergespielt und geschwanzt und tralala. Wir haben halt. Ja, wir sind gelaufen und abdeckt. Genau, das meine ich. Genau. Aber das ist heute. Aber wieder, ja, aber das ist aber heute. Genau, aber wie der 1-0 sich zustande gekommen ist bei uns damals. Ja, da hat keiner mehr groß gefragt, weil die gesagt haben, Schelm ist ihm an erster Stelle. Und am 1. gewonnen haben wir mal einen Scheiß direkt zusammengespielt. Hast du das damals schon so aktiv bewusst verstanden? Ja, klar oder jetzt hast du das. Nee, das hast du schon gewusst, da, dass du jetzt nicht. Dass du das wusstest, dass du das in Hässlichkeit gewinnst. Naja, klar, es geht ja, muss man ja sagen, es geht ja um Kohle. Und wenn du natürlich 1. gewinnst, hast du natürlich eine Punktprämie, also eine Siegprämie und alles. Und das ist doch ganz klar. Und das ist einfach, und wir haben halt dann. Wir haben natürlich auch trainiert wie die Schweine beim Felix. Also, du, wenn du gewonnen hast, dann hast du trotzdem am Dienstag hast du trainiert, als wenn du 6-0 verloren hast. Ohne Scheiß. Wo wir immer gesagt haben, das gibt's ja nicht. Wir haben jetzt 4-mal gewonnen hintereinander und laufen immer noch wie die. Und der hat halt gesagt, glaubt mir, wenn er das trainiert, gewinnt er am Samstag wieder. Oder am Sonntag. Und wir, okay, dann machen wir's. Das End vom Lied war, das End vom Lied war halt dann der souveräne Aufstieg. Ja. Aber ist dieser, ich möchte es mal, Dauerrealismus, den der Felix Magath dann da an den Tag legt, ist das genau das richtige Rezept? Ist ein guter Trainer derjenige, der seinen Spielern beibringt, noch bevor die Saison beginnt, noch vom ersten Spieltag? Leute, jede Sekunde, die hinausgeht, auch im ersten Spiel, zählt es bereits auf euer Endresultat, auf euer Endergebnis. Weil ich habe immer das Gefühl, du merkst, ab dem 18., 19. Spieltag fangen diverse Mannschaften nochmal das Laufen an oder dann vielleicht am 24., 26., wo man denkt, das ist ja wie bei kleinen Kindern. Ja, ich glaube, das kannst du nicht verallgemeinern. Also das ist jeder Trainer, jede Mannschaft, das intern in der Mannschaft, ist ja auch jede Mannschaft anders. Also kommt auch viel auf die Charaktere an, was du hast in der Mannschaft. Und das ist ja meistens immer ausschlaggebend für Erfolg, die Charaktere in der Mannschaft. Aha. Und wenn du da viel Grüppchenbildung hast, dann funktioniert es halt nicht, dann läuft es nicht. Und das war halt bei uns damals. Wir haben halt echt super, super Typen gehabt. Und genau den passenden Trainer dann zu dem Zeitpunkt halt auch mit dem Felix. War schon eine Respektsperson, brutal natürlich, weißt du? Aber was muss ich nicht verstehen, wenn ich mir halt ein Clubspiel anschaue? Wir lassen den Gegner machen,
und geben ihm einfach zu viel Freiheit. Wir lassen in einem 16er hin und her passen. Wir haben damals gelernt, in unserer Hälfte hat jeder seinen Mann. Und wir spielen dieses System jetzt das zweite Jahr. Und das zweite Jahr verarschen uns die. Weil irgendwo tut sie eine Lücke auf und sowas halt auch bei einem 2-1. Naja, wir spielen so lange hin und her, weil wir nicht konsequent an die Leute dran sind. Weil du nicht der Mann bist. Und das hast du doch heute schon gesehen, wo der Müll da am grätscht. Ja. Ja, da jubelt die ganze Haupttribüne, das ganze Stadion, weil der mal grätscht ist. Entschuldige. Mhm. Das muss ich doch voraussetzen. Ja, aber das sind doch die Basis. Ja, eben, meine ich, das ist eine Voraussetzung. Dass sie mal an Umgrätsch schon was. Ich habe gerade gemeint, der hat Tor des Monats geschossen, ja, wenn ich jubelt haben. Ich habe jetzt mal gemeint, dass mir mal der. Ich meine, das ist einmal in der zweiten Liga. Wir reden von der zweiten Liga. Wir reden jetzt nicht von Dortmund Champions League irgendwas. Zweite Liga, Abstiegskampf. Richtig. Ja, aber du musst doch so spielen. Genau, du musst doch so spielen, dass du voll drauf gehst. Aber das siehst du mal, wie weit wir schon sind, dass jetzt schon gejubelt wird, wenn einer mal grätscht, wo eigentlich. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wenn der René van Eck oder der Helmut Rahner, wenn der grätscht hat, ja, man hat dann auch gejubelt, weil das war ganz klar, dass die, ich verstehe, dass die draufgehen. Und wie wenn ich einen Bäcker frage, was machst du, und er sagt, ich backe Brot. Das ist ja, genau. Verständlich. Aber ja, schlimmer wäre es trotzdem, wenn das jetzt halt auch gar keine Reaktion mehr hervorrufen würde. Gerade in so einem Spiel jetzt, halt, ja, ich fand es jetzt aber da ehrlich gesagt sogar gut, dass die Reaktion bekommen hat. Genau, ja, aber wie weit was wir sind. Ja, klar, selbst das logisch. Dass das, also das, halt, dass das top ist und dass man das auch machen muss in der Situation, ist ja klar, dass du jubeln musst und anfeuern musst. Aber wie weit schon gekommen ist überhaupt, dass man schon jubelt, wenn einer jetzt einmal grätscht an der Seitenlinie. Entschuldige. Ja, ich denke mir auch. Das ist das, was du meinst mit den Grundtugenden. Also ich meine halt, dass halt diese ganz einfachen, grundlegenden Dinge heutzutage überhaupt nicht mehr, also bei uns in der Mannschaft nicht da sind. Und das heißt, bei mir hast du es einfach, wenn der Gegner einen Ball kriegt, muss der Fuß da sein, ich muss den stören. Der Gegner macht es ja auch so, der tut es ja aber wesentlich leichter, weil die vorne schon attackieren mit ihrem Vorcheck. Ja, da sind wir immer zu weit weg von den Männern. Ne? Ja, viel zu weit. Im Mittelfeld und so. Aber du weißt das doch selber, wir haben doch das von Kind auf früher gelernt. Und darum habe ich mich jetzt mal gefragt, hat sich da was geändert? Ist da was anders da? Nein, ist es nicht, weil der Gegner, der spielt es ja genau aber so. Aber jetzt sei ernst. Da musst du aber auch fit sein. Ja, freilich musst du fit sein. Da musst du fit sein für sowas. Jetzt kommen wir wieder zurück auf Magath. Wir waren fit. Ja. Wir haben den Fuss davor gebracht. Ja, aber du musst in der zweiten Liga musst du trotzdem so fit sein, dass du auch deinen Gegner brauchen kannst. Jetzt ist am Anfang der Saison, mittlerweile. Naja, also vom wenn du jetzt Heidenheim siehst und so, also das war schon, ja, fand das, ich jetzt Heidenheim. Ja, aber jetzt mal die Punkte. Ja, aber Heidenheim fand ich natürlich schon ein klasse Spiel vom Club. Also das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mehr also das hat mir schon, gut gefallen. Das heißt, da waren es mutiger und das hat man schon, Heidenheim war gut. Heidenheim, unabhängig davon, auch top Spiel war das und wenn es gut sind wir aber. Ist ja schon wieder Vergangenheit. Was heute war. Aber das heißt letzten Endes. Mantel des Schweigens. Es heißt letzten Endes, du musst körperlich fit sein, damit du die Zeit hast, um die mentale Fitness ausüben zu können. Absolut, klar. Okay. Gut. Ja, ich war nie ein großer Fußballer, ich habe das nie verstanden. Kondition ist klar Konzentration. Also, wenn du fit bist, also dann kannst du dich besser konzentrieren und ist ja nicht nur im Fußball so. Und das ist für mich Grundvoraussetzung, dass alle top fit sein müssen, um in der zweiten Liga zu bestehen. Da höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, dass es daran hapern könnte, deiner Meinung nach, in der Fitness, in der Präsenz der Hintermannschaft auch. Ja, ich sage jetzt einmal, wir haben natürlich jetzt da erst die Vorbereitung jetzt gemacht mit dem Jens, die Wintervorbereitung. Und da haben sie viel gemacht, also mehr wie vorher, die Vorgänger. Kölner, Kanadi. Und das ist halt für mich Grundvoraussetzung. Und der Jens ist so, ich habe mit ihm selber 3 Jahre bei 60 zusammengespielt, ich weiß, wie er tickt. Und für den ist auch die Grundvoraussetzung die Fitness. Aber die natürlich, die kannst du denen ja nicht in 6 Wochen beibringen. Mhm. Also groß verändern. Das ist ein Prozess, was da auch. Das ist wahrscheinlich eine andere Schmerzgrenze heutzutage. Euch hat man damals anders schleifen können, oder? Nehme ich an. Ja, ich glaube ja, dass das halt viel, jetzt mittlerweile schon. Kuschelkurse. Ich habe Schmerzgrenze extra. Oder Schmerzgrenze. Und Kuschelkurse. Verstehst du? Ja. Wir haben schon das Gleiche. Das hat sich alles verändert. Ist doch klar. Also. Machst du dir Sorgen, was den weiteren Saisonverlauf angeht? Naja, es gibt genug warnende Beispiele. Also, du spielst jetzt in Karlsruhe. Wir haben jetzt heute gewonnen. Schon. Dann kommt Hannover. Hannover. Freitag. Noch ein Spiel. Dann musst du nach St. Pauli. Endspiel. Und dann Derby, oder? Oder Regensburg? Dann erst noch Regensburg, glaube ich. Ja. Okay. Also, ihr seid jetzt einmal. Ja, Regensburg kommt. Muss schon, Karlsruhe muss punkten. Also.
Ich habe jetzt, ich habe keine Angst von der Qualität her. Also sage ich absolut, wir sind jetzt da, wir sind nicht zwischen 3 und 6 von der Qualität, sondern wir sind schon zwischen 6 und 12 vom Tabellenplatz her. Aber Fußball ist, wir hätten das vor Ingolstadt gedacht. Ja. Ne, letztes Jahr. Ja, keine. Ja, ich habe es von der Qualität her, vom Kader her. Schon 2 Jahre vorher brauchen. Also es kann da alles. Ich denke, wir schaffen das, bin überzeugt von der Qualität her, aber es wird trotzdem, brauchst du da ein bisschen Glück. Also, es ist einfach so, dass halt einmal einer Pfosten geht. Ja. In der 90. und nicht ins Tor vom Gegner. Jetzt haben wir letzten Endes. Aber das kannst du auch zwingen. Kannst du auch. Das wie, man ja arbeiten. Sagt, wie man ja sagt, man das kann man ja zwingen. Genau. Das ist halt wie in jedem Beruf letzten Endes. Wenn du das künstlerisch drauf hast, dann musst du es dir erarbeiten. Ja. Durch Disziplin. Harte Disziplin. Ne? Ja. Jetzt haben wir eigentlich das Heidenheim-Spiel auch schon kurz mit abgehandelt. Super Leistung gewesen, tolles Spiel. Viele sagen, das beste Spiel, kann man das so stehen lassen? Ja, ich habe jetzt, also ich sehe fast jedes Spiel und ich fand das jetzt seit langem einmal wieder, wo ich gesagt habe, boah, hat mir gut gefallen. Mhm. War schön zum Anschauen. Also hin und her und schade, dass es halt nicht gelangt hat für einen Dreier. Aber hätte aber mehr erwarten lassen für heute, oder? Nehme ich an. Was sagst du? Naja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, da stimmt's, es stimmt von der Grundeinstellung her nicht. Und deswegen werden wir ja nichts reißen in der Saison mehr. Ne? Weil dieses taktische Verhalten, was die ja am Tag legen, wie gesagt, wenn die nicht einmal wissen, dass sie in und um 16er die Leute so abzudecken habt, dass die eben keinen Ball annehmen können, dass die sich die Bälle hin und her schieben können, bis halt einmal eine Lücke auftut. Und die wird zwangsläufig aufgetan. Und das hat man ja heute wieder gesehen beim 2-1. Und solange das nicht abgeschafft wird, werden wir da auch nichts mehr reißen, weil technisch sind wir leider mit einem Fußballer oder höchstens zwei Fußballern so richtigen, werden wir so nicht viel reißen können. Also müssen wir es über den Kampf schaffen und über das Aggressive. Und das ist halt meiner Meinung nach nicht so da. Was werden für dich viel reißen? Was siehst du in dem Jahr? Was wäre für dich jetzt noch der letzte Wunsch für diese Saison? Umstellen. Diese Taktik umstellen. Ich weiß ja nicht, wie der das nennt, der Trainer. Ist das eine Raumdeckung, die überhaupt im Raum trotzdem nicht gedeckt wird? Weil wenn du dir das Spiel einmal anschaust von oben, dann der kriegt den Ball, dann laufen sie hin. Dann spielt er den Ball zum nächsten, dann laufen sie da wieder hin. Das hat man früher schon gesagt, ey, ihr müsst vorher schon dastehen. Und wir laufen nur zwischen den Leuten hin und her. Und die lassen, auch für die Spielanteile und so, haben die anderen Mannschaften immer viel mehr die Spielanteile. Es war heute nach 20 Minuten 70-30, glaube ich, in der Ballbesitz und Zweikampfbilanz gestanden. Ballbesitz sind wir immer schlechter. Ja, da kannst du die Statistiken anschauen. Das ist ja auch das, was wir jetzt letzten Mal auch schon bemängelt haben, dieses zu passiv spielen, abwarten, jetzt gut, Osnabrück ging es gut, Heidenheim war mal mutiger. Ich fand jetzt aber Darmstadt das Spiel heute in der zweiten Halbzeit nach der roten Karte, ist ja klar, dass du da dann Ballbesitz verlierst und dass die sich hinten, oder dass in unserer Hälfte sich den Ball zuspielen und irgendwann tut sich mal eine Lücke auf. Wenn du 35 Minuten in Unterzahl spielst, kannst du die Uhr danach stellen. Jetzt war es halt dummerweise wirklich das erste und einzige Mal dann kurz vor Schluss und dann netzte den ein. Ich fand nämlich auch, dass wir es trotz der Unterzahl in der zweiten Halbzeit so weit ganz gut gemacht haben, weil sie da dann eigentlich noch weniger Ballbesitz haben und dann die einzige Chance mal war, vielleicht doch den mutigeren Pass mal nach vorne zu spielen, wie jetzt dann der Frey dann die Chance hatte. Und dann kam da für mich sogar, ich hatte eigentlich echt, trotz der roten Karte noch nicht einmal große Befürchtung, dass wir hinten ans Fangen, weil Darmstadt da überhaupt gar nicht die waren nix mehr. Ideenlos waren. Ich möchte nicht sagen, dass wir überragend gut gestanden waren, aber es war zumindest so, dass Darmstadt da kein Mittel hatte. Aber dann haben sie halt dummerweise, klar, aber so ist es halt dann im Fußball. Ne? Deswegen, ich würde es jetzt insofern nicht ganz schlecht sehen und das hoffe ich auch, dass es die Mannschaft nicht tut, weil wir können uns jetzt da alle natürlich noch massiv drüber aufregen, über das Spiel, über dann den Schiedsrichter, aber wichtig ist, dass man in Karlsruhe halt dann wieder mit einer anderen Einstellung rangehen oder beziehungsweise den Kopf da jetzt wieder freikriegen, weil eins sind wir uns ja alle einig, dass wir Karlsruhe schlagen können, auch mit jetzt wieder der neuen Abwehr, die dann aufläuft. Wir wissen ja nicht, was Mavropanos ist, wir sehen jetzt Sörensen ist wieder und das ärgert mich eigentlich noch mehr, wenn ich Sörensen jetzt halt höre, die rote Karte, unnötig wie ein Kropf und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, ich glaube, Aue hat er da auch schon so. Das war seit dritte, glaube ich schon. Also, wenn ich das ist einfach, wollte, oder? Und das ist ärgerlich, wenn du halt ja, der fällt ja schon, den finde ich nämlich gut, den Sörensen. Ja, eigentlich bringt er ja auch. Weil der saubere Bälle nach vorne ja, spielt. Genau, der bringt mal was schon mal über 30, 40 Meter aber und so. Der, sowas ist einfach ärgerlich. Der fällt ja schon, wenn der andere ausfällt. Wegen was hat er dann die Rote eigentlich heute noch gekriegt?
Ja, der Sörensen. Weil er der letzte Mann ja, war? Ja, weil ist das klar, irgendwie diese Regel halt, wenn du dann letzter Mann und glasklare Torschuss verhinderst okay. oder so. Ich ja. weiß nicht, du kennst wahrscheinlich die Regeln besser. Ich, also, ja, ja, sowas. Ah, ich habe unser Trainer blickt da auch nicht mehr durch bei den Regeln, hat er heute verlauten lassen, aber sowas wird es gewesen sein. Und ich finde es schon klar, die Bestrafung, Elfer, rote Karte ist jetzt nichts Neues, dass es sich jetzt halt nochmal im Videobeweis anschaut, ist was Neues, aber es ist schon eine harte Bestrafung, finde ich. Ich weiß nicht, du als Spieler, wie ja, war das ist damals? Ist das eigentlich schon eine lange Regel, dass das so ist? Oder haben sie das nicht erst vor ein paar Jahren so verschärft? Weil ich finde es schon. Ich finde es auch brutal. Also, wenn es so dann nur noch zu 10 Gegentor, also das ist schon, müsste ja eigentlich 11 Meter genügen dann. Und vor allem hemmt es nicht. Also, wenn es jetzt nicht absolute Notbremse ist, ja. also sag ich jetzt einmal. Aber das war ja was schon, wenn jetzt einer wirklich dann richtig umflext, wo eine rote Karte würdig ist. Wo es auch außerhalb der rote Karten wäre, nicht nur im 16er, dann klar, aber wie jetzt so eine Situation, da hätte Gelb auch gelangt und bist du eh schon gestraft genug mit 11 Meter. Und ich denke mir, ist es dann noch ein fairer Zweikampf, wenn ich als Stürmer da vorne reingehen kann, eigentlich wie ich will, weiß ich habe nichts zu befürchten und der Verteidiger muss Angst haben um rote Karte und 11 Meter. Also das finde ich schon. Ja gut, wenn es unserer macht und damit einen Elfer rausholt, dann wird man es gut macht, Master. Ne? Das ist aber, du hast völlig recht, ja, das ist natürlich irgendwo Ungleichgewicht. Aber jetzt trotzdem auch nochmal zu dem Punkt, weil du jetzt gerade sagst, doppelt bestraft, hier, da. Gibt es da irgendwann als Profi den Zeitpunkt auf dem Platz, wo du dann wirklich sagst, jetzt reicht's mir, jetzt brauchen wir ja gar nicht mehr anstrengen, jetzt verwalte ich bloß noch? Oder sagst du immer noch, weil ich meine, du bist ein hundertprozentiger Sportler und ich kenne das von Sportlern so, die wollen gewinnen, egal. Und wenn du zwei Sätze im Tennis hinten liegst, dann schaust du immer noch, dass du auf 5 Sätze kommst, notfalls. Oder wann findet dieser Bruch dann statt, wo du sagst, ey, jetzt geht's nicht mehr? Sind das die Gesichtsausdrücke der Mitspieler, wo du die Hoffnungslosigkeit siehst? Oder was passiert da im Spieler? Ja, das ist auch, das kannst du auch nicht verallgemeinern, weil jeder halt anders tickt. Mhm. Also klar, als wenn du jetzt ein wenig erfahrener Spieler bist, dann sagst du natürlich, den Punkt nehmen wir mit heute in Unterzahl. Dann mal lieber ein wenig verwalten noch, spielen wir das Ding runter. Als junger Ungestümer, wie jetzt Hack oder so, was, die gehen dann, oder Nürnberger oder so, ne, die geben dann nochmal Vollgas und dann. Aber das ist, kannst du auch nicht verallgemeinern. Also das ist demzufolge wäre es gut, wenn einer von den erfahren, älteren, Arrivierteren da das Wort hätte und sagt, Freunde, macht mal langsam. Ja, klar, wie der Behrens und so, komm, wir lassen uns jetzt ein wenig, ziehen wir uns zurück, machen wir es eng. Schauen wir, dass wir oder wir gehen. Nicht so weit zurückziehen, was, sondern dass wir es halt vom 16er weglassen, den Gegner, ne? Möglichst weit. Aber da brauchst du halt auch das die richtigen Führungsspieler in der Mannschaft, die wo das erkennen auch. Weil das musst du eigentlich, das muss nicht der Trainer regeln, sowas dann. Das musst du am Platz dann selber regeln. Also da zwei, drei Spieler, die wo das auch erkennen müssen und dann sagen, hier, bevor wir jetzt nur verlieren, den Punkt nehmen wir jetzt mit. Der tut uns eh gut in unserer Situation. Und ja. Ich habe leider im Vorgespräch eine gewisse Unlust bei allen Beteiligten festgestellt, über den Schiedsrichter zu sprechen. Aber mir ist es ein Herzensanliegen nach dem heutigen Tag. Weil ich wirklich gemeint habe, ich kriege einen stillen Herzinfarkt da drinnen im Stadion, ganz ehrlich. Ich meine, wir sind das alle gewohnt, aber ich sage jetzt mal so, jetzt gibt es den Videobeweis schon und das ist immer noch sicher. Und ich sage das jetzt mal ganz subjektiv, das war mein heutiges Gefühl. Und zwar vor allem bei dieser Szene mit Behrens, gleich ganz am Anfang, Behrens will einköpfen nach dem wunderbaren Ball, der von der Grundlinie gekommen ist. Und er wird sowas von massiv an den Kopfball gehindert, dass er keine Chance mehr hat. Also Entschuldigung bitte, alle, die da draußen Fußballexperten sind, bitte erklärt mir, warum sowas kein Elfmeter ist, ich verstehe es nicht. Habt ihr eine Meinung dazu? Hast du es gesehen? Hast du es mitgekriegt? Ich gebe es erstmal weiter. Ah, ja, gesehen haben wir das bestimmt, aber es ist immer so, ich sag's mal so, wenn der Schiedsrichter so Fehlentscheidungen macht und dann gegen den Club, wenn ich mir da dann das Publikum so anschaue, wenn die da so alle aufspringen und da ist auf einmal eine Atmosphäre. Das ist für dich Hollywood, oder? Oh, das fällt mir. Da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, Schiedsrichterentscheidung. Und das merkst du ja am Spielfeld und die Spieler, die kriegen dir da einen Hals. Ich habe heute gedacht, das geht kurz frei oder so. Da merkst du richtig, der den jetzt am liebsten an die Fresse hauen. Ne? Und ja, aber da wird man ja aggressiv und da holt man vielleicht auch noch mal ein paar Prozent raus, weil 4, 5 Schiedsrichterentscheidungen gegen dich, da wirst du grandig. Ne? Da bist du auf einmal nicht mehr der coole Typ. Also sowas halt bei uns früher in der C-Klasse. Ja, das heißt, du bräuchst jetzt bloß an, der den Ball nimmt, der da geflogen kommt und den in die richtige Richtung lenkt. Diese Energie sublimiert, glaube ich, sagt man dazu. Ja, ne? Aber du merkst es auch vom Publikum auch, die, das ist ja auf einmal ganz anders da. Ne? Zuerst hat man so da und es plätschert so der Hitzespiel und na, das wird nichts. Und auf einmal steht jeder und das kriegt da die da unten auch mit. Das kann man ja keiner erzählen. Ich denke, du hast da rein viele entzürnte Gesichter geschaut, wenn du in deine Kurve reingeschaut hast, oder? Ja. Oder in eurer Kurve? Auf jeden Fall. Und ich kann auch den Unmut natürlich verstehen. Im Zweifel ist natürlich immer der Schiedsrichter schuld. Man dürfte jetzt trotzdem halt nicht versuchen, jetzt halt immer nur das dann
abzuschieben, die Schuld. Ne? Die genau. Verantwortung ist immer leicht abzugeben. Ja. Man kann jetzt auch genug Zähnen wieder rausbiegen, wo wir es uns dann auch selber versaut haben. Klar ist es dann ärgerlich, wenn er nach dem Videobeweis statt der gelben dann noch die rote zückt. Und klar fragst du dich, warum gibt es da Videobeweis und da schubst du den Hack dann weg. Oder ich glaube, der Hack war es dann in der zweiten Halbzeit mal. Links außen, ja. Das kann man alles diskutieren und ich meine, ich habe mich langweilt sowieso so. Für mich können sie den Schiedsrichter jetzt auch daheim lassen, weil es gibt ja diesen Kölner Keller und irgendein Videoauge eigentlich, oder sollen es so machen wie in der Jugend, dann soll halt der Trainer die Pfeife in den Mund nehmen von einer Mannschaft und wenn es eine strittige Situation gibt, gibt's den Videobeweis. So, also so übertrieben gesagt, wenn der heute was falsch pfeift. Gibt es einen Videobeweis? Also wichtig ist mir noch zu sagen, dass ich es nicht als Ausrede für eine Niederlage nehme. Ja. Soweit bin ich inzwischen dann schade, dass das ein Schmarri wäre. Aber deswegen hat es mir halt gar so aus der Fassung gebracht, weil ich normalerweise genau das schon mit impliziere. Ich brauche mich nicht danach hinstellen, weil ich habe natürlich auch drei andere Chancen vergeben. Das ist mir schon bewusst. Und deswegen hat es mir heute aber so aus der Fassung gebracht, weil ich das so offensichtlich Unrecht fand, was da stattfand. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, und ich bin inzwischen einer, der viel ab kann. Also das Leben ist nicht kurz gewesen, Besetzer, und hat nicht wenig Geschichten gehabt. Aber das war heute, für mich waren da Szenen dabei. Okay. Aber dann lassen wir das, dann bin ich offenbar bloß nicht total. Aber nochmal ganz kurz, wir diskutieren jetzt halt nicht mehr heutzutage, war es jetzt ein Foul oder war es kein Foul, sondern hätte jetzt da der Videoassistent eingreifen müssen oder nicht? Also die Diskussion verlagert sich ja nur und keiner checkt es. Mich langweilt es nur, ob es jetzt am Ende gerechter ist oder nicht. Ich weiß nur, dass es mir ungemein den Torjubel versaut. Jedes Mal, wenn wir ein Tor schießen, schaue ich erstmal nach, winkt da irgendeiner, hat er schon den Knopf im Ohr, geht davor, pfeift er an. Und genauso, wenn wir ein Tor fangen, dann habe ich mich jetzt auch dabei, naja, vielleicht haben wir diesmal Glück und er überprüft es nochmal, aber wirklich freuen kann ich mich dann auch nicht mal, wenn er es zurücknimmt. Ach, das ist echt, das also das so stimmt schon, also diese erste Emotion, wenn ein Tor fällt, du jubelst, der Jubel. Okay, dann schaut man da schnell links, rechts, hat er die vorne unten, passt super, und dann deutet er auf die Mitte, und dann passt jetzt. Und oder als Spieler, überleg dir mal, du machst ein Tor, und läufst in die Kurve hinein und lässt die feiern und dann gehst zurück und dann sagt er, sorry, also für den Zuschauer, sorry, Zeit nicht Abstoß. Katastrophe. Für den Spieler auch, weißt du, bist du ja bist am Boden zerstört. Und du bist bei 180, was und bist du das dann schon angeht, da Adrenalin ist ganz oben. Ich stelle mir das auch schlimm vor. Und das nächste ist ja mit der Zeit, gewöhnst du dich auch so dann an diesen Videoschiedsrichter und dann fängst du ja selber an, dann wegen jedem Scheiß, sag ich mal, dann irgendwie den Videobeweis zu fordern. Und in Italien habe ich jetzt halt gesehen, die wollen es ja jetzt halt testen, dass du wie beim Tennis, dass sich die Mannschaft, dass die zwei, drei Möglichkeiten haben, einen Videobeweis zu fordern. Also ey, dann wie im Football, alles, die da wird jetzt alles Mögliche. Das ist ja, wenn es dann zu Sachen kommen, wo 10 Sekunden vorher passiert ist. Weißt du, wo dann die sagen, oder 15 Sekunden vorher war Handspiel im Mittelfeld, weil die das im Keller gesehen haben. Und deswegen ist der komplette Spiel. Weißt du, und das ganze Spiel ist dann, und dann zählt das Tor nicht. Das, wo, weil in der Mittellinie ein Handspiel war, das war dann waren 3-4 Aktionen, dann fällt der Tor und dann sagen die, er zählt nicht, weil da Handspiel war. Ja, ich glaube, bei Inter Mailand. Bei Inter Mailand gegen Prag war das, glaube ich, so im Europacup war es. Da haben die ersten Tor geschossen, dann wurde es zurückgenommen, weil da Elfmeter. Das ist so, wenn ich sage, ich bin mit 15 Jahren damals am Aufsichtsplatz gestolpert, dann bin ich in die Klinik gekommen, dort haben wir verliebt und das war alles ein Fehler und so weiter. Also das ist, ja, ist ja wirklich so. Die Kette der Kausalität. Ja. Aber trotzdem abschließend die Frage noch dazu. Die Fußballerei war schöner, bevor der Videobeweis gekommen ist. Ja, denke ich schon. Ja, auf jeden Fall. Also, sprichst du mit Spielern darüber? Was haben die für eine Meinung? Ja, es ist auch unterschiedlich. Also die einen finden es gut, die anderen nicht. Aber wie gesagt, mir ist das auch viel zu großes Fass, was da aufgemacht wird. Ich bin da eher für die Tatsachenentscheidung und klar machen die auch Fehler, die Schiedsrichter, aber ich fand es eigentlich besser, wenn sie dann einmal einen Fehler gemacht haben und es ist halt dann, war ein Tor, aber kein Tor, aber das Ganze da, das Warten dann und dann hinlaufen und Technik da und Fernseher reinschauen und also, mir gefällt das nicht. Also da ist halt viel geflogen kommen sogar von der mir gefällt das nicht. Also. Als der da rausgegangen ist, mussten sie Sicherheitsdienst, ich glaube 5 Regenschirme für die Assistenten und so weiter. Ja. Nochmal ganz kurz zurück zum sonstig sportlichen am Pfalzner Weiher. Enrico Valentini hat unter der Woche den Vertrag verlängert. Wichtiges Zeichen, gutes Zeichen. Ja, ja, und Nürnberger hat es ja nicht viel gegeben beim Club, außer dem Ö und mir und der Enrico noch. Sonst bist du jetzt kein. Und mich freut es für den Enrico, dass er da nochmal 2 Jahre dran hängt. Und dann danach, dann hoffe ich, wird er auch in den Verein irgendwie eingebunden und kann dann auch mal dann in der Traditionsmannschaft spielen. Ja. Da bist du dann der Wirt, der schon da hat. Ja, klar, freilich. Da sieht man, du bist da richtig mit Herzblut noch dahinter. Voll. Das ist doch schön, wenn man da noch was gefunden hat. Ja. Wir kommen natürlich jetzt noch zu einer Frage, die finde ich so
ultra essentiell ist eigentlich. Also so grundlegend, da müsste man jetzt eigentlich komplett eine neue Sendung draus machen. Ist der Club ein potenzieller Erstligist, Waldi? Mittlerweile nicht. Also zweite Liga annehmen und durch? Also tut mir leid, mittlerweile sind wir meilenweit von der ersten Liga entfernt. Mhm. Koblenz? Ja, ich konnte mich ja Gott sei Dank schon ein bisschen auf die Frage vorbereiten. Also, dann sind wir jetzt gespannt. Und ich habe da nämlich eine Gegenfrage. Ja. Meinst du jetzt die Mannschaft oder der Club? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja. Weil ja heutzutage. Ach so, ja, da müsst ihr auch noch mal. Ja, siehst du, ich konnte noch liegen. Du hast schon recht, weil es könnte ja wirklich ein wahnsinniger Zirkus da hinten dran heutzutage. Ich glaube, das hat sich auch geändert, ne, im Vergleich zu dem, als du aktiv warst. Da. Absolut. Was das ganze Verwaltungsgebäude und den Wahnsinn. Kompletten Verein mit all dem, was dazugehört, Marketing, Internet und pipapo heutzutage, Social Media, kann er nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Ja, also wir reden jetzt mal von der Mannschaft, um die Frage mal für alle einheitlich zu stellen. Und da, ja. Ich glaube, du hast es ja vorhin schon angesprochen, von der Qualität zwischen irgendwas 6 und 13. Vielleicht sogar mit Potenzial nach oben, wenn sie sich mal eingespielt hat, weil ja doch viele neue dazugekommen sind. Ich wünsche es der Mannschaft, dass er die Erstliga-Reife bekommt. Aber wie wir ja alle schon festgestellt haben, in der 2. Liga geht es halt vor allem auch über Kampf und Einsatz und mannschaftliche Geschlossenheit. Und das kann jede Mannschaft erreichen. Das sieht man jetzt auch wieder. Wer hätte gedacht, dass Bielefeld da oben so wegmarschiert. Ich bin seit 4 Jahren, glaube ich, schon zusammen mittlerweile. Und das ist in der 2. Liga, glaube ich, der Schlüssel. Deswegen wiederhole ich mich. Mich hat schon von Anfang an der Saison gestört, dass so viele, nichts gegen die Neuen, gar nicht, aber dass halt doch so viel ausgetauscht wurde, das erfordert nun mal seine Zeit dann auch wieder. Und ich hoffe, dass wir dann jetzt die Saison gut abschließen und nächstes Jahr eine eingespielte Truppe da haben und dann angreifen können. Und dann können wir nämlich mit der Mannschaft durchaus was erreichen. Ja, und deswegen sage ich, hoch mit uns. Aber aktuell? Ja gut, aktuell. Aber auch aktuell sage ich, auch diese Mannschaft kann jedes Spiel gewinnen. Wenn sie von Spiel zu Spiel denkt. Ich meine, wer hatte damals bei euch gedacht? Ihr seid auch aufgestiegen in die 2. Liga, habt dann eine auf den Deckel bekommen, die ersten Spiele. Und dann auch die ersten Spiele unter Magath waren auch noch nicht, ich glaube, da gab es auch Niederlage und Unentschieden und sowas. Und dann ging halt die Serie los mit den 6 Siegen zu 1-0 und so weiter. Und da habt ihr von unten das Feld aufgerollt. Und ihr habt bestimmt, außer der Magath, der hat sich damit schon die Aufstiegsprämie, wie man es hört, den Vertrag schreiben lassen. Aber ihr habt ja damals auch nicht gedacht, hey, da kommen, greifen wir nochmal oben an. Aber es kann jeder jeden schlagen, wenn er da nur will und seinen Lauf hat und dran glaubt. Glaube ich auch, dass die Mannschaft noch viel mehr Siege holen könnte in der Saison. Und ja, nie die Hoffnung aufgeben. Wir fahren nach Karlsruhe und werden jetzt da das Endspiel, das erste von vielen Endspielen gewinnen. Weil wir es müssen, deswegen machen wir es auch. Danach Hannover. Und dann reden wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal über die erste Ligamannschaft. Oder hast du noch was zu ergänzen? Nee, alles gut. Das ist so realistisch. Also dieses Jahr Hauptsache durchhalten, ohne größere Schäden. Und nächstes Jahr. Im Stadion habe ich da gesagt, weil dann irgendwie ja nicht gesagt haben, ja, du hast so viele Punkte auf, was gar nicht, auf Darmstadt oder was oder Sandhausen. Und ich habe gesagt, das interessiert auch keine Sau. Entscheidend ist, wie viele Punkte du auf dem Relegationsplatz hast. Jetzt auf Karlsruhe sind es 2 Punkte. Und du musst nur schauen, dass du möglichst 5, 7, 8 Punkte Differenz hast zu dem Relegationsplatz. Das ist es auch noch. Und nicht, wie viele Punkte du auf dem 10. Platz hast. Und weil das kann uns, darf uns nicht interessieren. Entscheidend ist das, dass du frühzeitig, das ist auch mit der Planung für die neue Saison wichtig, weil du kriegst keine Spieler nicht, wenn du da hinten rumkrebst, und weil dann unterschreibt ja kein neuer Spieler einen Vertrag für die dritte, der muss ja dann für die dritte Liga auch unterschreiben, ist ja klar. Mhm. Und die Guten machen das nicht. Weil die sagen, wenn, dann nur 2. Liga. Deswegen ist halt, muss wirklich das erklärte Ziel sein, sich möglichst früh zu sichern, dass man weiß, okay, man spielt nächstes Jahr nur in der 2. Liga und nicht da irgendwie auf, ja, dass das nochmal spannend wird, alles da hinten. Also, hatten wir es ja gerade mit der veränderten Zeit, auch was die Backgrounds anging, mit Verwaltungsgebäude und so weiter. Wir wissen aber ja auch, dass da ja noch ein ganz anderer wirtschaftlicher Faktor mit reinspielt, auch bei den Platzierungen in den Liga 2. Ja, also Gelder, die dem FCN gut tun, wenn er einstellig ist beispielsweise. Ja, absolut. Ja, und was du meinst, was da für ein Apparat da hinten dran hängt? Für Mitarbeiter oder? Puh, Wahnsinn. Tja. Wahnsinn. Auf dass der erste FC Nürnberger niemals untergeht. Wir kommen zum Ende. Ich tue alles dafür. Ja, so ist es. Das war das zweite Clubquartett nach dem Spiel gegen Darmstadt. Ergebnis spare ich mir jetzt an der Stelle. Lass gerne ein Like da, ein Abo am besten auch gleich. Dankeschön, Thomas Ziemer. Gerne. Schön, dass du dabei warst. Schön was. Dankeschön, Waldi. Bitte. Danke, Koblenz. Ja, danke dir, Guido.
Magst du noch eine Stimme raushauen jetzt zum Schluss? Nein, jetzt nee, heben wir es uns auf. Genau, lassen wir es uns auf. Hast recht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.